Hallo, ich bin Marino von HQ Labs. Ich zeige euch heute, wie ihr das HQ am effizientesten nutzt. Dabei schauen wir uns an, wie ihr mit Aufgaben umgeht, wie ihr Zeiten erfasst und das Wichtigste zum Schluss, wie ihr Urlaube beantragt. Als allererstes möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, wie das HQ gestaltet und aufgebaut ist. Auf der linken Seite findet ihr die einzelnen Module, auf die ihr Zugriff habt. Das Ganze kann je nach eurer Berechtigung entweder etwas schlanker oder etwas reichhaltiger aufgebaut sein. In meinem Fall finde ich hier jetzt also den Bereich Mein HQ vor und habe zusätzlich noch Zugriff auf die Leads, Projekte und auf die Benutzer. Oben links findet ihr einmal einen Button, über den ihr unseren Support kontaktieren könnt oder aber auch einen Schnellzugriff auf unser Hilfecenter, falls ihr selber mal recherchieren wollt. In der Mitte haben wir eine Suchleiste, über die ihr verschiedene Dinge finden könnt, beispielsweise so Dinge wie Projekte, Unternehmen, Belege und noch einiges mehr. Oben rechts findet ihr dann zu guter Letzt einmal euer Profil vor. In eurem Profil könnt ihr einmal eure Sprache wechseln beispielsweise, könnt aber auch euer Passwort oder weitere Daten über euch entsprechend anpassen. Wir springen jetzt einmal zurück ins Dashboard. Das Dashboard ist die Anlaufstelle, die ihr in der Regel als erstes seht, wenn ihr das HQ öffnet. Und damit ihr das Dashboard auch so effizient wie möglich nutzen könnt, habt ihr die Möglichkeit, das Dashboard auf eure Bedürfnisse anzupassen. Das bedeutet so viel wie, ihr könnt hier unten auf diese Kachel in der Mitte gehen, könnt diese weißen Blöcke, die sich bei uns Widgets nennen, entweder entfernen, bearbeiten oder auch jederzeit neue Widgets aufs Dashboard holen. In diesem Fall möchte ich jetzt vielleicht einmal die Geburtstage von meinen Ansprechpartnern sehen. Das heißt, ich kann die hier auch einfach entsprechend betiteln und mir das Ganze so einmal auf dem Dashboard speichern. In dem Fall sehen wir jetzt, dass die Geburtstage von den Ansprechpartnern leer sind. Entsprechend löschen wir hier auch einfach wieder dieses Widget. Neben dem Dashboard habt ihr natürlich noch weitere Untermodule, die jederzeit für euch von Bedeutung sind. Auf der linken Seite seht ihr jetzt einmal direkt das nächste, nämlich die Aufgaben. Neben dem Dashboard, wo ich Aufgaben einsehen kann, kann ich in diesem Untermodul das Ganze noch einmal etwas detaillierter betrachten. Bedeutet so viel wie, ich habe die Möglichkeit, hier nach verschiedenen Aufgabentypen zu filtern, kann sagen, dass ich abgeschlossene Aufgaben auch wieder sehen möchte, kann neue Aufgaben erstellen und kann jederzeit mir anschauen, was hier detailliert sich hinter diesen einzelnen Aufgaben versteckt. Bedeutet zeitgleich, ich kann mir hier angucken, in welchem Projekt zum Beispiel diese Aufgabe liegt, welche Beschreibung vorhanden ist, wie die Deadline aussieht. Ihr seht, ich bin 6 Monate und noch mehr überfällig. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen an dieser Stelle. Sehe, wer mit mir hier an dieser Aufgabe noch arbeitet, kann etwaige Dateien hochladen oder wie ihr hier seht, auch das Ganze kommentieren und auch andere Nutzer im System taggen, damit diese eine entsprechende Benachrichtigung bekommen. Zeitgleich kann ich nachher auch aus diesem Widget hier Zeiten erfassen. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Neben meinen Aufgaben habe ich dann hier eben entsprechend auch noch einmal meine Reportings. Meine Reportings sind eine Übersicht von erfassten Zeiten. Sprich Zeiten, die ich auf Projekte gebucht habe. In diesem Fall ist es jetzt so, hier seht ihr letztendlich, wie viele Stunden ich in den vergangenen Tagen, beziehungsweise in diesem Fall im letzten Jahr gebucht habe. Wir wollen das Ganze jetzt einmal auf diese Woche münzen und da sehen wir jetzt an dieser Stelle, wir haben weder Reportings erfasst, noch haben wir unsere einzelnen Tage entsprechend auch abgeleistet. Ihr seht an dieser Stelle, Nadine soll 8 Stunden am Tag leisten, die Balken sind alle leer, entsprechend hat sie für diese Woche noch keine Zeiten gebucht. Dann schauen wir uns als nächstes einmal die anderen Untermodule an, und zwar einmal die Unternehmen. In den Unternehmen findet ihr letztendlich alle Unternehmen, für die ihr als verantwortliche Person hinterlegt seid. Neben den Unternehmen, für die ihr verantwortlich seid, findet ihr hier allerdings auch die Unternehmen, bei denen ihr auf Projekte besetzt seid. Neben eurem Unternehmen habt ihr auch noch einmal den Reiter Projekte. Hier findet ihr alle Projekte vor, bei denen ihr auf das Projektteam besetzt seid. In diesem Fall unterscheiden wir zwischen allen Projekten, laufenden Projekten und inaktiven Projekten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze noch etwas weiter zu filtern. Heißt, wenn wir an dieser Stelle zum Beispiel nur Projekte sehen wollen, die der Vorlage Webdemo entsprechen, können wir über dieses Filtersymbol einfach einmal auf Filter hinzufügen gehen. Dann sagen wir, wir wollen nach dem Feld Vorlage filtern. Dieses soll Webdemo beinhalten. Und dann können wir das Ganze hier einfach einmal direkt speichern. Wir geben dem Ganzen nochmal Namen. Und das Ganze wäre entsprechend gesichert. Solche Ansichten könnt ihr dann auch noch über diesen Teilen-Button mit anderen Usern teilen oder natürlich auch entsprechend wieder löschen, falls ihr sie nicht mehr benötigen solltet.
Zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres Untermodul hier bei euch in MeinHQ. Das ist die Kontakthistorie. Die Kontakthistorie kann genutzt werden, um automatisch E-Mails ins HQ zu bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt, wenn ihr eine E-Mail schreibt aus eurem Postfach, ganz einfach die CRM-Adresse crm@hellohq.io mit entweder einer Blindkopie geben oder dorthin weiterleiten. Dies hätte dann zur Folge, dass die E-Mails einfach hier in diesem Modul Kontakthistorie auftauchen und ihr das Ganze dann entweder einem Unternehmen, einem Projekt oder einem Lead beispielsweise zuweisen könntet. Also ein smarter Weg, um euren E-Mail-Verkehr ganz simpel ins HQ zu bekommen. Neben diesen verschiedenen Modulen gibt es ein Thema, was in der Regel sehr, sehr wichtig ist. Das ist nämlich das Thema der Zeiterfassung. Und die Zeiterfassung selber könnt ihr über verschiedenste Module im HQ vornehmen. Wir beginnen einfach einmal ganz oben, nämlich im Dashboard. Im Dashboard habt ihr, wie ihr hier schon sehen könnt, verschiedene Widgets, über die ihr die Zeiterfassung starten könnt. Das erste, was wir uns anschauen wollen, sind hier die Aufgaben. Hier ist es so, dass ihr eine Auflistung von euren Aufgaben habt, einfach auf die drei Punkte gehen könnt und euch entweder dafür entscheiden könnt, ein neues Reporting anzulegen. Das wäre eine Zeiterfassung. Dort gebt ihr jetzt einfach noch die Beschreibung an und könntet entsprechend die Dauer bestimmen. Eine andere Variante, dieses Widget zu nutzen, wäre einfach auf die drei Punkte zu gehen und entsprechend die Zeiterfassung zu starten. Ich refreshe einmal ganz schnell. Und dann sehen wir hier, dass wir letztendlich die Zeiterfassung gestartet haben. Gerade hier auf die Programmierung Frontend. Und dies bringt uns dann tatsächlich auch zum nächsten Widget, über das wir Zeiten erfassen können. Das ist letztendlich dieses hier auf der rechten Seite. Hierbei handelt es sich um eine Art Stempeluhr. Das heißt, wir können sagen, wir wollen anfangen zu arbeiten. Wir wählen dann das Projekt aus. In dem Fall arbeiten wir hier im Public Branding. Suchen uns noch die Aufgabe aus, Administration. Und die Zeit würde entsprechend einfach in diese Aufgabe fließen. Neben diesen zwei Widgets finden wir dann noch einmal etwas weiter unten einmal das Reporting-Widget vor. Hier verhält es sich eigentlich wie bei den Aufgaben, nur dass wir immer sehen, wie viele Stunden wir von unserem Soll schon geleistet haben. Wir gehen einmal aufs Plus. Jetzt war natürlich noch kein Projekt und keine Aufgabe vorausgewählt. Wir wählen aus, auf welche Aufgabe und auf welches Projekt wir buchen wollen und würden so noch einmal Zeit erfassen. In diesen Fenstern seht ihr auch immer zeitgleich hier unten noch einmal, wie viele Stunden ihr schon gebucht habt an dem Tag und wohin diese gelaufen sind. Neben dem Dashboard könnt ihr Zeiten dann, wie ich eben schon erwähnt habe, auch aus dem Aufgabenmodul heraus starten. Wir wählen einfach eine Aufgabe aus, gehen auf den Play-Button und dann würde die Zeiterfassung auf die jeweilige Aufgabe laufen. Neben der Zeiterfassung per Stoppuhr könnt ihr auf diese Art und Weise auch, indem ihr auf diese kleine Stoppuhr hier klickt, einfach neues Reporting anlegen und könntet so direkt auf diese Aufgabe auch Zeiten erfassen. Wie ihr seht, buchen wir schon sehr, sehr viel, aber wir sind natürlich immer noch nicht am Ende. Ein weiteres Modul, um Zeiten zu erfassen, haben wir an dieser Stelle noch, das sind nämlich die Reportings. Und wie ihr hier schon sehen könnt, am Anfang war der Tag leer, haben wir heute jetzt schon 4 Stunden gebucht. Und das Ganze in einem Video, was noch keine 10 Minuten dauert. Sportlich, oder? Wir gehen hier oben dann ganz einfach einmal links aufs Plus und können hier wieder ein Reporting erstellen. Wir wählen wieder die Projekte und die Aufgaben aus und würden einfach noch ein x-tes Mal buchen. Wie ihr seht, füllt sich der Balken hier weiterhin und ihr habt einen wunderbaren Überblick darüber, wie viele Zeiten ihr hättet buchen sollen und wie viele ihr tatsächlich schon gebucht habt. Viele unserer User nutzen diese Ansicht, um am Ende des Tages oder am Ende der Woche nochmal zu gucken, ob sie alle ihre Zeiten erfasst haben und um gegebenenfalls Nachträge vorzunehmen. So viel erst einmal zur Zeiterfassung. Als Pendant zur Zeiterfassung wollen wir uns jetzt noch einmal zu guter Letzt anschauen, wie wir hier im HQ Urlaube beantragen. Und das Ganze ist tatsächlich mehr als einfach. Die Urlaube befinden sich einmal hier auf der linken Seite im Benutzerreiter unter Urlaub. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier einen Urlaubsplaner und ihr seht in der Regel auch die Urlaube von anderen Mitarbeitern, wenn sie welche hätten. In dem Fall bin ich hier jetzt personalverantwortlich für Holger von Bülow, deswegen sehe ich an dieser Stelle auch, wie viel Urlaub Holger hat. Wenn ihr nicht als personalverantwortliche Person hinterlegt seid, könnt ihr die Urlaubsansprüche von euren Kolleginnen und Kollegen allerdings nicht sehen. So, wir wollen jetzt Urlaub machen dieses Jahr. Sprich, wir gehen einmal auf den Button Urlaub beantragen. Art Urlaub ist schon vorgewählt und können jetzt im Prinzip sagen, ja, wann hätten wir denn gerne Urlaub? Wir sagen mal, wir nehmen den ganzen April frei. Wir waren ja sehr fleißig, haben eben sehr, sehr viel Zeiten gebucht
und könnt auf diese Art und Weise einfach euren Urlaub beantragen. Jetzt können wir auch noch andere Nutzer informieren. Also wir sagen jetzt in dem Fall Tobias, der sollte wissen, dass wir in den Urlaub gehen wollen und speichern das Ganze. Wenn wir jetzt einmal gucken, wir sind hier in der Personalgruppe Frontend-Entwicklung, dann haben wir hier einmal unseren Urlaubsantrag vorliegen. Dieser würde jetzt zum jeweiligen Vorgesetzten gehen, da dann von dem Vorgesetzten hoffentlich genehmigt werden und dann im Nachgang nicht mehr orange erscheinen, sondern blau. Sobald ein Urlaub genehmigt wird, erhaltet ihr darüber auch nochmal per E-Mail eine Notiz. Das war's fürs Erste aus dem HQ. Ich hoffe, dieser kurze Einblick konnte euch helfen und ihr könnt mit der Arbeit im HQ loslegen. So, ich hoffe, das hilft euch schon mal weiter. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gerne jederzeit einfach bei unserem Support.